Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. UN-Sicherheitsrat beschließt einstimmig neue Sanktionen gegen Nordkorea. Ziel ist es vor allem, die Exporteinnahmen des kommunistischen Regimes um rund 1 Milliarde US-Dollar zu kappen. Der Beschluss ist eine Reaktion auf die jüngsten Atom- und Raketentests des Landes. Ex-Generalstaatsanwältin in Venezuela will Entlassung nicht akzeptieren. Luisa Ortega war von der umstrittenen verfassungsgebenden Versammlung abgesetzt worden. Sie hatte bei deren Wahl Manipulationen vermutet. Ortega gilt als Gegenspielerin von Präsident Maduro. Niedersachsens Ministerpräsident Weil bestreitet Beeinflussung durch VW im Dieselskandal. Als Aufsichtsrat hatte er dem Konzern 2015 den Entwurf seiner Regierungserklärung vorgelegt. Es sei nur darum gegangen, rechtliche Fragen und Fakten zu klären, so Weil. Usain Bolt feiert Abschied. Bei der Leichtathletik-WM in London verpasste der jamaikanische Sprinter in seinem letzten Rennen über 100 Meter den Sieg und wurde Dritter. Neuer Weltmeister ist der Amerikaner Gatlin. Bayern München gewinnt den Supercup. Der deutsche Meister setzte sich bei Pokalsieger Borussia Dortmund mit 7:6 nach Elfmeterschießen durch. Nach regulärer Spielzeit hatte es 2:2 gestanden. Das Wetter heute verbreitet sonnig, vom Süden Baden-Württembergs bis ins östliche Bayern gebietsweise Regen, auch im Norden vereinzelt Schauer. Höchstwerte 15 bis 25 Grad.